Ja, herzlich willkommen zum Joomla Day Deutschland 2013. Wir freuen uns, dass wir so zahlreich hier Besucher begrüßen können und auch hier im schönen Nürnberg, das erste Mal im Süden. Das Wetter ist leider nicht ganz so toll, obwohl wir extra eine Location gesucht haben, wo wir mit gutem Wetter hätten auch noch uns draußen ein bisschen vergnügen können. Aber vielleicht wird es noch ein bisschen trockener. Ja, im letzten Jahr, seit dem letzten Joomla Day in Berlin, ist eine ganze Menge passiert. Viele tolle Sachen in den letzten 12 Monaten. Eine besonders schöne Sache ist natürlich, mir ist ein Triple, wir haben einen Triple gewonnen. Ich weiß, dass wir hier in Feindesland sind und vielleicht nicht alle ganz begeistert davon sind. Aber was viel wichtiger ist, was die Nummer 3 betrifft, Joomla 3 ist immer stärker geworden, immer besser geworden. Denn viele Projekte schon mit Joomla 3 gemacht. Im Moment geht es mit großen Schritten auf die nächste wichtige Zwischenversion bei Joomla 3, die Version 3.2, wo noch ein paar neue Features eingebaut werden. Wie gesagt, im letzten Jahr hat sich da eine ganze Menge getan. Auch was die Community betrifft, hat sich eine ganze Menge getan. Wir haben unseren ersten echten weltweiten Joomla Day, also die Joomla World Conference in San Francisco gefeiert. Hat ein bisschen gedauert, bis Joomla das selber hinbekommen hat, einen internationalen Joomla Day auf die Beine zu stellen. Wir waren mit Jane Beyond ja ein bisschen schneller, aber wie gesagt, im Frühjahr hatten wir auch einen Jane Beyond, der auch wieder sehr gut besucht war, sehr viel Spaß gemacht hat in Holland. Ja, wir sind Joomla Day, wir sind Joomla Day. In den letzten 12 Monaten sind 24 Joomla Days stattgefunden, inklusive Joomla World Conference und Jane Beyond. Das ist eine ganze Menge, das heißt, es sind im Schnitt 2 im Monat. Das hat sich also relativ gut etabliert mit den Joomla Days. Und unser Joomla Day hier in Deutschland ist eigentlich der erste. Also wir haben eigentlich die Joomla Days überhaupt in Gang gebracht. Der erste Joomla Day, der damals noch Mambo Day hieß, hat in Deutschland stattgefunden und witzigerweise immer noch mit Teilen des gleichen Organisationsteams wie heute, also ist doch eine ganze Menge Kontinuität. Und was uns besonders freut, wir sind ausverkauft, das heißt, wir haben keine Tickets mehr gehabt. Wer also zu spät gekommen ist mit seinem Ticketkauf, der hat einfach Pech gehabt. Also da vielen Dank, dass ihr den Joomla Day so unterstützt und alle kommt und ja, euch hier über Joomla informieren wollt, lernen, diskutieren, sprechen, Spaß haben, essen und ja, und den Weg auf euch genommen habt. Ich will gar nicht, weil wir mit kleinen Tick später angefangen haben, gar nicht so viel jetzt da sabbeln. Es gibt noch ein paar organisatorische Dinge zu klären. Erstmal ganz wichtig, ohne unsere Sponsoren ist so ein Event nicht möglich. Das ganze Geld würde überhaupt nicht reichen, was wir hier an Tickets einnehmen, um das zu bezahlen, was wir hier versuchen auf die Beine zu stellen. Deswegen ist ganz wichtig, unsere Hauptsponsoren, Midwald, Microsoft, Initiative S und Red Pinata. Dann haben wir noch unsere Silber- und Bronze-Sponsoren, die auch genauso nennenswert sind und den Joomla Day unterstützen. Wenn ich jetzt keinen vergesse. Basta Media, Joomla Shine, YouTheme, Seeblot, Rochen, Virtuemart Verein und Yagendo und Template Monster, die haben uns genauso unterstützt. Kauft deren Produkte, subscribed auf deren Seiten und macht ganz viel mit denen, damit sie auch nächstes Jahr wieder den Joomla Day unterstützen. Also vielen Dank nochmal und einen Applaus für unsere tollen Sponsoren. Jeder von euch hat in seiner Tasche dieses Programmheft. Da ist in der Mitte sind alle Sessions aufgelistet. Inzwischen sind die Räume hier rund um den Hauptraum auch benannt. Das heißt also, man findet die Sessions jetzt auch von den Räumen. Die Sessions sollen alle möglichst in der Zeit natürlich gehalten werden, damit ich weiß nicht. Damit keine Verzögerung im Laufe des Tages passiert. Wie gesagt, die Sessions sind alle aufgelistet mit einem kleinen Zeichen, ob es für wen es aus unserer Sicht geeignet ist.
Ja, ansonsten die Räume, wie gesagt, dies hier ist der Hauptraum und links und geradeaus sind die anderen Räume, wo die anderen Sessions stattfinden. Die Pausen sind auch eingezeichnet hier auf dem Plan. Die finden in aller Regel erstmal hier vorne in dem Vorraum, wo diese große Bar, wo jetzt schon unendlich viele Getränke, Kekse und was auch immer alles steht. Die ganze Zeit ist eigentlich für Kaffee, Getränke und so weiter gesorgt. Das heißt also, man kann sich da in den Pausen und auf dem Weg in andere Sessions bedienen. Das Mittagessen und das Dinner heute Abend findet leider nicht draußen statt, sondern im... Moment mal, wo findet das Mittagessen statt? Gut, sagen wir, das kündigen wir dann an. auf jeden Fall, wie gesagt, hat leider nicht geklappt mit dem Draußensitzen heute. Wichtig ist noch eine Session zu erklären. Um 12 finden die Tech Talks statt. Das haben wir in Hamburg gemacht, das kam ziemlich gut an. Das ist eine ungeplante Session, das heißt, wenn jemand von euch Lust hat, Bock hat, irgendwie 10 Minuten, nicht länger, 10 Minuten über irgendein kleines Thema zu sprechen, was er gut kann, wo er sich auskennt, wo er meint, dass da mal irgendwas drüber sagen zu wollen vor ein paar Leuten, möge er sich bitte gleich bei einem von uns mit den schwarzen T-Shirts, mit den schwarzen Polos melden und dann tragen wir das ein und dann kann er, also machen wir so einen kleinen Ablaufplan und das kann dann ab 12 Uhr in der Tech Talk Session vorgetragen werden. Das kann alles Mögliche sein, solange es irgendwie mit Joomla, Internet, wie auch immer zu tun hat. Also nicht über den letzten Mallorca-Urlaub oder so, sondern irgendwie was spaßig ist oder was interessant ist. Wie gesagt, es gibt da keine Einschränkungen. Und wie gesagt, in Hamburg kam das sehr gut an, waren auch ganz unterschiedliche Themen. Und deswegen haben wir das auch nochmal wieder aufgenommen. Also sprecht uns an, wenn ihr irgendwas habt. Braucht auch keine Angst zu haben, da wird keiner ausgelacht oder keiner irgendwie doof gefragt oder so. Also wenn jemand Lust hat, zu irgendwas zu reden, uns bitte Bescheid sagen. Ja, das war es im Großen und Ganzen als Begrüßung und als Infos vorab. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt alle einen schönen Joomla Business Day haben. Die allermeisten, so wie das zumindest vom Ticketverkauf ist, werden morgen ja auch da sein. Also 1 bis 2 tolle Tage hier mit euch und uns und ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Dankeschön. So. Ja, Moment. Haben wir nicht bedacht. So. Jetzt haben wir es uns auch gemütlich gemacht. Wir haben mal überlegt, was wir so zum Auftakt hier nochmal ein bisschen erzählen können, um ein bisschen einzustimmen. Da hat David gesagt, was wäre eigentlich unser Leben ohne Joomla? Da habe ich gesagt, nix. Genau, aber das wäre eine zu kurze Keynote geworden. Genau, aber... Eine Folie, fertig. Nix. Oder wollen wir es so machen? Nee. Nix? Nee. Na gut. Nee. Okay, machen wir weiter. Wir haben auch ein paar Sachen vorbereitet. Jetzt. Ja. Also, wir haben einfach nur mal überlegt. Nur mal so rein hypothetisch, ohne große Ernsthaftigkeit. Ich will ja keiner, dass Joomla nicht da ist, aber... Man kann ja mal überlegen, was wäre, wenn Joomla nicht wäre. Und das wäre für uns alle natürlich nicht schön, weil wir würden hier nicht alle nicht sitzen. Und ja, man sieht es nicht, aber sind wir so, ich bin einen Tick älter als er, kommt man so nicht drauf, aber deswegen Alter vor ja, Schönheit will ich auch nicht sagen. Aber Genialität. ja, was war vor Joomla bei mir? Ich habe so ein klassisches, langweiliges BWL-Studium gemacht, habe im kaufmännischen Bereich gearbeitet,
kaufmännischer Leiter, Geschäftsführer, aber irgendwie war das alles nicht so toll. Was man sieht. Das war im Stahlhandel, das ist dann auch eher so eine klassische Sache, die dann irgendwie nicht so viel, ja, nicht so sexy ist. Ich war auch nicht so sexy. Ja, da ging es dann also für mich 2004 in die Selbstständigkeit. Habe zu Anfang mit Windows-Software gearbeitet oder Windows-Software entwickelt, habe aber relativ schnell Bock aufs Internet gehabt und bin dann auch relativ schnell auf Mambo gestoßen. Und dann hat sich das eigentlich alles verselbstständigt. Erste Kundenprojekte, dann irgendwann die Spezialisierung auf E-Commerce und dann jetzt die Firma eben VMX Pro. Was sonst gewesen wäre, wie gesagt, Stahl. Vielleicht wäre es auch alles ganz anders gelaufen, hätte auch so passieren können. Falls es nicht alle kennen, das ist diese Serie Breaking Bad, das ist ein Drogenkocher, aber genau. Ja, Joomla ist eine ganz tolle Sache, wenn man Leute kennenlernen will, wenn man um die Welt reisen möchte, wenn man sich andere Joomla Days angucken möchte. Das ist mit uns genauso passiert. Wir haben einige Kilometer abgerissen für Joomla. Sonst, weiß ich nicht, vielleicht irgendwo auf einem anderen Planeten gelandet. Mein privates Glück hat sich auch ziemlich stark an Joomla orientiert. Meine Kinder sind auch schon infiziert. Meine Frau nicht so. Die sieht das dann eher unter den finanziellen Aspekten, dass ich damit Geld verdienen soll. Ja, aber ansonsten wäre ich vielleicht irgendwie ein Single mit Wohnklo geworden. Ich weiß es nicht. Das Tollste ist, dass man viele Freunde trifft, viele Freunde findet, kennenlernt und so weiter, die man dann immer wieder auf Joomla Days trifft, wo man Spaß hat, wo man mit Gleichgesinnten spricht und so weiter, im Verein und so weiter. Das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Ansonsten hätte ich vielleicht nur so ein paar M-Sauner Business Friends. Und wie ist das bei dir? Achso. Bei mir? Ja, ich bin auch in diese Selbstständigkeit reingerutscht, ne? Oh, guck mal, du hast gar nicht meine aktualisierte Version, ne? Doch, das ist deine. Echt? Okay, kann ich mich nicht daran erinnern. Ich habe mal diesen ganzen Internetkram mal hiermit angefangen. Das darf man keinem Menschen erzählen. Das ist meine erste Website. Das ist noch so richtig statisch, HTML und so. Ist immer noch lauffähig. Vielleicht lade ich das nachher mal hoch. Ist die neue. Vielleicht wird das neue Layout für Joomla Day 2014 oder sowas. Können wir gut vorstellen. Bitte? Ich bootstrappe das. Geile Idee. Aber es ist responsive, ne? Ja, klar, es ist responsive. Kannst du. Frameset. Prozentual läuft. Nee. Ja, damit habe ich mal angefangen und bin dann auch über das erste Hobbyprojekt tatsächlich immer noch lauffähig. Joomla 1.0.15 oder so. Zum Glück habe ich da nichts mehr mit zu tun. Zum ersten Kunden gekommen und irgendwie bezahlt Joomla jetzt meine Brötchen. Und wenn das nicht passiert wäre, glaube ich, wäre ich wahrscheinlich irgendwie .NET-Entwickler geworden. Und Gott weiß, wer will das denn schon? Stimmt, das ist doch die falsche. Ja, ich weiß. Joomla hat auch mich um die Welt gebracht. Und das ist auch gut so, weil eigentlich bin ich eine Couch-Potato, so eine richtig üble. Und so bin ich zumindest mal bis San Francisco gekommen. Sonst wahrscheinlich höchstens mal Italien-Urlaub. Was ein cooles Platzhalterbild ist, ne? Ist wahrscheinlich jetzt Keynote. Ja, mach mal bitte die richtige, das ist ja sonst irgendwie witzlos hier. Wo ist die? Wo ist die bei dir? Wo ist die bei mir? Ich hab die aus der Dropbox genommen. Ja, scheiße. Das kommt davon, wenn man das nicht dreht, probt. Ich wollte es proben. Scheiße, habe ich dir das gemailt? Ja, ne? Ist bestimmt mal im Postausgang. Nee, du hast es auf deinen Server gepackt. Ich habe es auf meinem Server gepackt. Oh, wie hieß denn das? Pleiten, Pech und Pannen. Ja, jetzt fehlt es nur noch, dass ich gleich einen meiner berühmten Hustenanfälle kriege und dann wäre es perfekt. Kurz ein FTP hier anwerfen. Da, Keynote. Jetzt stellt sich heraus. 46, 36, 19. Geht zügig. Glück gehabt.
besser. Da. Da wären wir eigentlich. Dann passt das Bild auch ein bisschen besser. Joomla hat auch mich in mein privates Glück befördert. Dadurch, dass ich ja dann mit dieser Selbstständigkeit und dem PHP und diesem Joomla mein Geld verdient habe, habe ich meinen eigentlich schon versprochenen Studienplatz geschmissen, weil ich dachte, ja, brauchst du ja irgendwie doch nicht. Bin deshalb nicht zur RWTH gegangen, wo ich eigentlich hätte hingehen sollen, nach Aachen. Bin dementsprechend in der schönsten Stadt der Welt geblieben. Boah. Und habe... Und habe dadurch dann die wunderbare Dame an meiner Seite kennengelernt. Also ohne Joomla kein Liebesglück, muss man auch mal so sehen. Sonst war wahrscheinlich irgendwie so geendet. Joomla hat auch bei mir neue Freunde gebracht. Ich habe mal hier angefangen, joomlaportal.de, 2006 glaube ich registriert. Da so die ersten Forenfreunde kennengelernt. Darüber dann die User Group in Köln gegründet, da die ersten User Group Freunde kennengelernt. Dann 2006 habe ich im Forum von so einem Joomla Day gelesen, wie ich das damals noch genannt habe. Der Frank kennt sich auch mit Joomla aus. Habe mich dann, da war ich noch Schüler, von der Schule befreien lassen unter so einem fadenscheinigen Vorwand. Der Robert Deutz hat mir noch eine Entschuldigung geschrieben, irgendwie sowas wie: Ist es wichtig, dass Herr Jardin da ist, damit er lernt, wie man die Schulhomepage neu macht? Das habe ich dann meinem Informatiklehrer eingereicht und zack, hatte ich 2 Tage frei, das war cool. Ergebnis war dann, dass ich beim Joomla Day 2 Tage lang Karten abgerissen habe am Einlass. Aber ich war zumindest da und habe dann ein paar von den Verstrahlten hier kennengelernt. Bin darüber dann in diese ganze Mambo e.V., jetzt Jane Beyond e.V., also diese Vereinssoße da gelandet, was mich dann auf diese Couch hier führt indirekt. Und über diese Vereinssoße dann wiederum Jane Beyond, internationale Konferenzen, jetzt habe ich plötzlich Freunde in anderen Ländern. Wow. Sonst wahrscheinlich wäre das hier mein Freund. Vermute ich zumindest. Tja, Fazit. Wir sind echt froh, dass wir Joomla haben. Kann man so sagen. Ja, ne? Ja. Sonst wäre scheiße. Denn es ist was Besonderes. Genau. Es ist Open Source, so richtig. Es gibt manchmal Freibier. Genau. Ist wichtig. Ja. JBier. Auf jeden Fall Freiheit. Und nachdem ich jetzt bei Cebit und Co. echt die Nase in viele Open Source Projekte gehalten habe, kann ich unterschreiben, ist wirklich das einzig nennenswerte CMS-Projekt, wo wirklich die Community hintersteht und nicht Firma XY. Das ist was Einzigartiges. Ja. Jetzt fehlt ja die nächste Sache. Ja, also dieses Led by Community hat natürlich alles so seine Vor- und Nachteile. Das eine oder andere wird länger diskutiert, als es vielleicht sein müsste, weil keiner irgendwie vorne steht und sagt, mir egal, wir machen es jetzt so. Aber nichtsdestotrotz, es ist eben ein Projekt, was von der Community geleitet und geführt wird. Und das ist eigentlich, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt und ein bisschen auch mit den Sachen, die im Hintergrund von Joomla ablaufen, eine super Sache und eigentlich eine ganz einzigartige, tolle Sache. Das klappt bei den meisten nur bei ganz kleinen Projekten und bei Joomla ist es eben so, dass es eben auch beim weltweiten Projekt mit also wirklich nennenswerter Verbreitung, also für die, die es nicht wissen, Joomla, mit Joomla werden fast 3% des gesamten Internets betrieben. Das ist eine Hausnummer, da ist eigentlich nur noch WordPress wirklich drüber, aber die sind gut. Weit drüber. Bitte? Ja, wie auch immer, aber die haben eben 17-18% oder was haben die? Gab schon ein bisschen weniger, das wollen die nur nicht wahrhaben. Wahrscheinlich müssen wir in die Statistik gucken. Gut, aber Joomla hat eben gut überprüfbar 3% und das ist eine echte Hausnummer, was, wenn man mal überlegt, wie viele Internetseiten es gibt. Und das alles von einem Community-Projekt, wo kein Geld hintersteckt, wo kein Chef hintersteckt, der irgendwie irgendwas sagt, wo es lang geht, sondern was eigentlich von den Leuten gemacht wird, ist eigentlich eine tolle Sache. Ja, jetzt ein bisschen dumm, dass jetzt in dieser Präsentation diese Bilder fehlen, aber da sollten jetzt so ein paar Bilder noch sein, die ein bisschen Stimmung schaffen, warum Joomla unser Leben verändert hat. Und was eben für uns wichtig ist und was eben für uns auch, ja, sag ich mal,
Eine Sache ist, die wir auch gerne weitergeben wollen oder weiter erzählen wollen, ist, dass wir eben auch dieses Community-Projekt mit unserem Engagement, sei es jetzt hier ein Joomla-Day zu organisieren, sei es Bugs zu testen, also nicht Bugs zu testen, neue Versionen zu testen und Bugs zu, also Fehler zu protokollieren, selber zu programmieren, was auch immer, Übersetzungen zu machen. Es gibt tausend Sachen, die man im Joomla-Projekt machen und helfen kann. Das ist eben auch für uns eine schöne Sache, dass wir als Einzelne irgendwo in unserem kleinen Kämmerlein sitzend mit unserem Engagement so ein Projekt unterstützen können und quasi, wenn auch nur einen kleinen Fußabdruck, aber trotzdem einen weltweiten Fußabdruck zu hinterlassen. Das ist also eine richtig gute Sache und genauso machen es eben viele Freiwillige auf der ganzen Welt von Ländern wie Deutschland, Frankreich, Amerika, also sag ich mal Industrieländer, also wirklich die, denen es gut geht, bis hin wirklich zu Ländern, wo Internet immer noch ISDN-Geschwindigkeit hat und die, sag ich mal, ja, nicht mit diesen technischen Hilfsmitteln arbeiten können wie wir, aber die helfen eben auch mit Joomla besser zu machen. Und das ist, wie gesagt, für uns eine tolle Sache und mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten und diese Leute kennenzulernen und auch von diesen Leuten zu lernen. Und das Schöne ist eben einfach, das könnt ihr auch. Das ist eigentlich das, was wir vermitteln wollen. Joomla hat unser Leben verändert. Es ist ein Teil von unserem Leben, den wir auf gar keinen Fall vermissen möchten. Und wie groß auch immer das Engagement in der Community ist, jeder kann Teil davon sein. Also jeder, allein schon, dass ihr auf dem Joomla zum Joomla Day kommt, zeigt, dass ihr damit arbeitet, dass ihr Bock drauf habt, dass ihr Spaß dran habt, zeigt, dass ihr ein Teil der Community seid. Und wie gesagt, egal was man macht, man kann an diesem Projekt mitarbeiten, kann mithelfen und es wird einem tausendfach zurückgegeben oder gedacht. Ja, das war eigentlich unser Fazit für unseren kleinen Abriss aus unserem interessanten Leben. Total. Und ja, wir wollten da einfach mal so ein bisschen zeigen, was uns das gegeben hat und wie gesagt, Anschluss geben vielleicht, dass der eine oder andere von euch auch Bock hat, sich einfach mal in die Foren, in die Usergroups mit reinzuklinken, erstmal mitzulesen und auch mal was zu schreiben oder genau. zu machen. Oder, ja. Wer dann darüber hinaus noch eine Aufgabe braucht, kann sich gerne eine bei uns abholen. Genau. Ja. Hast du nur? Nö. Dann war das die Keynote. Bisschen länger als nix, aber wir wollten euch auch nicht langweilen. Genau. Inhaltlich nicht viel mehr, aber... Ja. Es gibt Kaffee, Kekse, die nächsten Sessions gehen in 10 Minuten, oder wann gehen die los? In 20 Minuten gehen die los. Also ihr habt jetzt noch Zeit, euch die Räume zu suchen, noch einen Kaffee zu trinken und viel Spaß.